Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Ich weiß noch nicht, ob es ein Let's Play wird oder ob es ein Angezockt bleibt. Fürs erste Mal Angezockt. Wir schauen uns Indigo Park an. Ein Horrorspiel aka Poppy Playtime etc. Aber das ist hier verifiziert, um das mal so zu sagen. Wir werden dann gleich den Hauptcharakter sehen. Und den habe ich schon die ganze Zeit auf Twitter gesehen. Mir war aber nicht klar, dass da ein Spiel dahinter ist. Und über Discord, über Mitglied, habe ich dann zufälligerweise dieses Spiel gesehen. Und Chapter 1 kann man kostenlos spielen. Und na, da dachte ich mir, warum eigentlich auch nicht? Nebenbei spiele ich gerade noch Until Dawn. Das ist speziell. Jetzt mal schauen, wie das ist. Das ist, glaube ich, für mich das allererste Spiel in die Richtung rein. Von den anderen habe ich mir Let's Plays angeschaut bei Markiplier und Co. Aber Indigo Park sieht irgendwie interessant aus. Also probieren wir es aus. Gibt leider nur Englisch. Wir sagen New Game. Ja. Hab selbst noch nicht reingespielt. Aber ich kenne ein bisschen den Anfang. Nachdem ich da bei jemandem bei Discord eben mitgeschaut habe. Aber mal gucken. For all who journey to this newfound paradise, we welcome you. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. In this place, echoes of days gone are brought back to life as a new generation captures a glimpse of the exciting potential of tomorrow. Indigo Park pays homage to the values, dreams, and unwavering truths that gave rise to our great nation. Here you embark on the journey of a lifetime, a place of creativity, joy and fantasy, where your dreams are. Okay, schau mal ein nettes Intro. Und so wie es aussieht, sieht mir jemand, der das Abenteuer sucht. Oder vielleicht Journalist. Find a way into the park. Okay, da sind wir angekommen. Vermutlich ist die KI oder was auch immer hier drin. Amok laufen, Leute sind gestorben und jetzt der Notfall zugemacht. Süß, Lübe. Kann ich mit dir was machen? Ah. Collectibles. Cool, man kann mich sammeln. Okay, da gab es wohl mal Tickets. Und so vom ersten Look and Feel wirkt es halt so, dass es halt nicht so ein Asset Flip ist, sondern dass sie sich wirklich Mühe gegeben haben, hier eigene Sachen zu kreieren mit Liebe ins Detail. Gut, wir werden schon mal beobachtet. Das ist schon mal schlecht. Okay, willkommen in die Backrooms. Oh, fuck. The world's most innovative and engaging family fun experience. Jump into the world of your favorite character. Wait. You're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds. Congratulations! I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure you're. Genau ihn habe ich die ganze Zeit gesehen. Most fun it can be. Just hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park. Ah, Mann, jetzt bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Das erste, was mich hier kriegt, ist ein Fernseher. Okay. Also hinsetzen. Hi, I'm Rambly, Rambly the Raccoon, and it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look at you.
You don't seem to have your face in our guest list. Is this your first time here at the park? Or yeah. Did you just get plastic surgery? No worries. It's Rambly Tuesday, so you qualify for a big discount on your visit. Just follow me to the main gate. Ooh, I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Okay, die sind mal so mal sympathisch. Gut, jetzt? Dadurch? Oder wieder raus? Kann ich eigentlich rennen? Oh ja, das geht. What's the hold up? The gate is open. Head on into the entryway. Ja, also so viel zu auf. My mistake. The gate is not open. Ja? There seems to be an error message being sent from the gate's power unit. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini rambly venture. Have fun! Mhm. So kann man die Störung auch gut reden. I guess den Kabel lang. Was da wieder reingeht. Ah, und die Tür ist offen. Ah, the Indigo Violet Compact Power Generator. But it seems to be inoperable. Looks like it's missing a piece. Can you find it? I guess ein Zahnrad? Ja, das mit Shift weiß ich schon. Vor allem schon ein bisschen billig aufgesetzt hier vom Park. Nee. Ich brauche ein Zahnrad. Na, vielleicht. Okay, raus nicht mehr? Also muss es hier. Ah, da. Ja, okay. Und hau an. Ah, ich kann die Taschen dabei rausmachen. Okay, sehr gut. Ja, guess. That's it. So. For real this time. Welcome to Indigo Park. Dankeschön. Ah, hier müsste mal vielleicht jemand da draußen gehen. Kann ich das kaputt schlagen? Nee. Aber er ist irgendwie süß. Also er ist mein Favorit. Der kleine Löwe da. Ah, Collectible. Oh, schaut euch mal das Zeichnung hier an. Doch. Den mag ich. Visit the information keys to learn more. Okay. Oh, silly Rambly. Every guest needs a critter cuff. That will allow you access to reserve areas, charge payments to your room, and wear a critter cuff. I think there's some in the gift shop. Head in there and I'll get you set up. Okay. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn hier alles für Merch? Kann ich da rein? Nee. Lass mich raten, die KI sieht mich über das da irgendwie. Ja. Schon niedlich. There you go, buddy. Oh. Your very own critter cuff. A new way to interact with the park. That also doubles as a pedometer, heart monitor, and mood ring. Data disclosure agreement included. Okay. Hallo? So kann ich da nicht hin? Ah, jetzt. Mhm. Scheint ja gut zu funktionieren. Gut. Kann ich einsammeln? Nee. Uh-oh, the door mysteriously locked. Ja, natürlich. Moment, ich will mich erstmal umsehen hier. Oh, sogar mit Anhänger hier. Sehr cool. So, an dem hier? Ah, nee, okay. Das sind Touchpoints.
Now try entering the park, and we can start our Indigo adventure! Okay. Let's see. Einmal daran. Okay, also hier sieht es einigermaßen normal aus, bis auf das hier. Das dürfte der Gründer sein mit seinem Maskottchen. Nichts zum Sa. Was ist hier passiert? Von wo ist das hier runtergefallen? Aber der Rest sieht hier komplett intakt. Ah! Oh. Dahinter was? Nee. Auch nichts zum Sammeln. So, wer hat gerne einen Pretzel Dog? Nichts versteckt. Natürlich. Wo ist das jetzt runtergefallen? Gut. Erstmal das WC. Und uns selber sehen wir natürlich nicht. Okay, die Türen konnte ich nicht benutzen. Sonst nichts Interessantes hier drin. Mal ganz kurz bei den Frauen hier rein. Weißt du was? Collectible. Was? Leos Mainstage. Ah, okay, I get the pun. Mainstage. Schöne Zeichnung. Finde ja auch schönstens Odyssey. Rambler's Railroad. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, doch. So, hier noch was zum Sammeln. Looks like the park is going through some renovations. For the inconvenience, your Rambly Tuesday discount will be 3% off. Why not celebrate this great deal with a ride on my railroad? To test your sleuthing skills, I'll let you find this one all by yourself. Also ich find's echt geil, wie sie den animiert haben. Okay, Rambly's Railroad, dann ist das eh gerade das erste. Oh, der Blick von ihm. Was hat er denn? Oh. Two Trains. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Disneyland. So rein von dem Aufbau, von dem Raum hier. Okay, let's see. Infotainment Displays. Was haben wir hier? Okay, der wechselt einfach durch. Your facial data suggests you may be a bit older than the target audience for this ride. But it's one of my favorites. Do you know why Rambly the Raccoon loves Rambly's Railroad? Because I like trains. Ja gut, du, ich mag auch Züge. Und, oh, kann ich da was machen? Nee. Bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Gut, ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem fahren. Wäre das jetzt ein echter Park? Aber trotzdem, Eisenbahn ist immer gut. Das wirkt so Cartoon-Style hier. Ach, ich weiß nicht. Wie hat nochmal dieses eine Horrorspiel geheißen, da mit diesem Ink-Ding, mit dem Ink-Tycoon, da war das schwarz-weiße, so Pseudo-Disney-Style. Mir fällt der Name nicht ein. Ist garantiert, was ich meine. Es hat ach so diese Zeichnungen gehabt. Gut, hier hat's nichts mehr. Ja, dann machen wir mal. Es lädt eben nicht oft. Ich glaube, ich soll es lieber anlassen. Welcome to Rambly's Railroad. I'm Conductor Rambly. Oh, look, it's Molly McCaw. It's Molly McCaw.
firearm mall. Why, you only crashed into 6 bars this week! I'm not crashing, Rambly! I'm barnstorming! What's barnstorming? It's crashing with style! It barely hurts at all! Okay. Those young adventurers you've got along with you look like great pilots! Why not try your hand at flying in my ride? Rooftop racing! Ja, vielleicht später. Okay. Oh, Finley, come on out and greet the people. Aw, süß. Why the long face and body? You've known me for 100 years, Rambly. I'm always long because I'm always longing for a new season. Wow, die Panzer tief. Oh, Finley, you should come out of your shell. How about you? Come into it instead. My ride, Oceanic Odyssey, will teach you all about the wonders down under the deep blue sea. Okay, also das ist eigentlich eine Werbefahrt für die ganzen anderen Attraktionen. I hope you'll visit. I'm so lonely. Du bist ein bisschen depressiv, hä? Okay, das sieht kaputt aus. Okay. Get the right back up and running. Wie? Okay. Ich find's ein bisschen uncool, dass die Türen von alleine aufgehen. Guten Tag. Okay, wir brauchen zwei Zahnräder. Ah, da war schon Nummer 1. Wie sieht's denn aus? Hast du Nummer 2 für mich irgendwo? Oh. Noch ein Collectible. Ah, hier. Meine Vorordnung sagt mir, es gibt irgendwie einen Jumpscare, wenn ich wieder zurückgehe. Warum spiele ich nochmal Horrorspiele? Mach keinen Scheiß, ne? Wirkt immer noch broken. Oder auch nicht. Oh, der Löwe. Hey there, Lloyd. Do not shame me with that common folk name. I am the proud, the prestigious, the professional Lloydford L. Lyon, actor extraordinaire. Great act, Lloyd. Of course it was. Was hat er denn? Mein Gott. Der Löwe wäre jetzt mein Favorit. Also muss sie auch irgendwo. Okay. Jetzt sind wir halt einfach mal hier. So, right exit. Pretty fun, right? Now you know all about my friends and Lloyd. So, where do you want to go? Okay, das sind Fotos. Wir selber sind nicht zu sehen. I see. Ich glaube, hier drin brauche ich keine Taschenlampe. Ein bisschen unscharf. Also wollen wir uns aber nicht allzu sehr beschweren, es ist immerhin kostenlos. Da ist auch zu. Einmal die Eisenbahn zum Mitnehmen. Oh, der Arme. Das ist auch cute. Ja, also zum Mitnehmen sehe ich jetzt hier nichts mehr. Einmal das Parkgelände draußen.
Was genau ist hier eingestürzt? Ach, denkt mir voll keinen Sinn. Ja, irgendwas zum Sammeln hier? Nee. Ich glaube, ich gehe erstmal hier runter. Wo? Moment. Weißt du doch? Ah, da haben wir ja was. Aha, Collectible. Okay, das war's. Gut. Auch zu. Well, look at that. You're at Jetstream Junction. Oops, looks like Jetstream Junction's being tuned up. Last I checked, there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly Wrangler can help you get in. Okay. Also, Theater ist das Erste. Sprich, der Löwe ist das Erste. Nice. Okay. This here is an information kiosk. If there's anything around the park you want to ask me about, just stop by here and I'll ramble on about it. Okay, mal ausprobieren. Okay, let's see. Feel like as a kid, Indigo used Lloyd a lot more. It was always one of my favorites. Soll denn das? Okay, das da? Rambly ears. Those used to fly off the shelves. That pair is pretty damaged, though. Keep your eyes peeled. There's gotta be at least one more mint condition set out there somewhere. Like a yard sale. Okay. Also 3, 4, 5 für Episode 1. Also Chapter 1. Ups, wollte ich gar nicht. Vermutlich ist das da hinten dann schon Kapitel 2. Es ist jetzt auf, dass die Uhr das da oben macht. Okay. Was haben wir hier drin? Ja, was zum Sammeln. Katze? Da! Oh! Oh, süß. Ja, die Sachen sind, glaube ich, nicht mehr so gut. So, Coffee Deal 3, Espresso 2. Also die Preise sind nochmal gut. Okay, Brezel 5 Dollar. Ja, gut. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ich glaube, da hinten wird es vermutlich auch nichts mehr haben zum Mitnehmen. Okay, dann gehen wir mal rein ins Theater hier. Wie schlimm kann es schon werden? Lloyd live. Der wird bestimmt nur kuscheln. Und schon wieder laden. Das sind echt kleine Bereiche. Aber Entschuldigung, aber solange es gut läuft, das sieht schick aus. Der Löwe. Der sein Tail bewegt hat. Also Leute, ich bin Bravura. Ich bin eigentlich auch ein ganz netter. Ich glaube, der ist schüchtern. Warte mal, in den Reihen hat sich bestimmt irgendwas versteckt. Das will ich jetzt hier nicht verpassen. Okay, ne.
Dass diese Animatronics immer was Gemeingefährliches tun wollen. Weil die Story zwischen den, hinter den echten Animatronics von dem Pizzaladen ist eigentlich noch ganz interessant. Ah. Ja, doch. Schöne Stage, eines Löwen würdig. Hey, Buddy, I've got eyes all over the park, but I can't see anything behind the stage. If you're going back there, be careful. Your Kritikov is not yet able to resuscitate you. Okay. Ja, ich pass schon mal auf. Oh, hä? Nice. Aber auch da sind die Texturen wieder unscharf. Ich meine, nur eine Kleinigkeit. Aber so overall sieht es ja schon mal nicht schlecht aus. Ja gut. Alles okay bei dir? Löwi? Ganz ehrlich, ich will ihn, also ich meine, er ist offensichtlich ein Gegner, aber ich will einmal in ihn reinlaufen, um zu schauen, was passiert. Vielleicht will er trotzdem... Kann ich da rein? Nö. Die großen Katzen wollen doch alle nur kuscheln. Na, Mieti? Mit. Komm mal irgendwo auf der Seite in Jumpscare. Ja, komm hier mal. Oh. Und er hat rote Tatsis. Vielleicht hat er die Menschen doch nicht so gern. Ich glaube, das war jetzt nur das Aufwärmen. Die Schlüssel. Willst du mich diesmal jagen? Na komm, ich werde jetzt nicht einfach so rauslaufen können. Billy? Nee. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen gekriegt. Aber, Will ich nochmal?
Kann ich jetzt da hinten rein? Nee, natürlich nicht. Ah, Birdy ist jetzt auch unterwegs. Seid ihr überhaupt 100% Animatronics? Oder seid ihr auch wieder so ein komisches Frankenstein-Ding? Okay, sobald ich unten bin, Chase, oder? Komm, laufen wir mal. Hab jetzt ehrlich gesagt ein bisschen was anderes erwartet, aber okay. Guck mal, Löwe. Nicht mehr hier, Jason? So, machen wir mal auf hier. Say, why don't you check out Molly's rooftop races? It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. Okay. Erstmal gucken, ob wir da was zu mitnehmen haben. Aber sieht ziemlich leer aus hier. Komm nach. Huge. Molly's Garage. Landing Pad ist da hinten. Abgeschlossen. Was haben wir hier drin? Okay, ist eine Minibar. Oh, kann ich mit dir spielen? Oh, ich glaube, ich kann. Okay. Okay. Nein. Okay, ich kann Double Jump. Süß. Moin. Da rein. Nein. Oh. Gott sei Dank. Nein, nein, nein. Ah. Schade. Okay, dann mal hier mal wieder raus. Komm ich hier wieder raus? Okay, ich glaube, ich muss das zweite spielen. Na komm mal, wo er. Was schon? Ne. Ich habe schon Schwierigeres gespielt. Und bin gescheitert. So, let's see. So, dann haben wir bei den Kollegen hier wieder. Hier. Oh, da ist er ja.
Und der Bösewicht. Okay, ich vermute mal, die KI von ihm oder so ist durchdreht. Hohoho, ziemlich brutal gleich. Oh. Kann ich mir irgendwas machen? Ich glaube, wir haben einen Glitch. Okay, aber es war ein Collectible per se. Boah, ich dachte gerade für einen Moment, sie steht da. Schauen wir mal in die Garage hier rein. Achso, das ist wieder so ein Restaurant. Build your own burger. Ja, andermal. Lass mich raten, da oben irgendwas? Nö, sehr viel nix. Dann schauen wir mal hier hinten. Billy. Das ganze Setup da oben und nichts zum Einsammeln? Na gut. Dann bleibt nur noch ein Weg. Rooftop Races. Was haben wir hier? Ah, das ist der Balkon da. Ah! Geht doch. Mit Tab kann ich jetzt nicht irgendwie schauen, was ich hab. Oder mit I. M, K, D, nee. Oh, no. Ist es das? Horrible. Oh. Looks like Molly crashed into the right again. Don't worry though, your pal Rambly has the repairman on speed dial. Ist sein Gesichtsausdruck. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here and it's a great cooldown after that exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Okay. Jetzt nicht so die Überfliegerin hier, ne? Und ist sie überhaupt offen? Netzcheck. Oh no. Es ist sowas. Okay. Yay, Rätsel. In dem bin ich ja immer so gut. Kann ich da runter?
Lass mich mal wieder raus. Wie muss ich das hier einstellen? Also grün ist diese komische Pflanze da. Sie da drauf? Nee. Wie soll ich das einstellen? Oder soll blau Stern sein? Hören wir mal. Das ist irgendwie so Farbhinweise. Da hat's irgendwie null Hinweise. Was willst du von mir? Oder alle aufs Gleiche? Okay. Du siehst zumindest nicht gruselig aus. Das ist schon mal ein Anfang. Schlechtes Gefühl. Jetzt bin ich wieder hier. Und da ist jetzt offen. Okay, roter Stern. Wow. Darf ich da unten nicht rein, oder was? Okay, roter Stern. Ja, aber... Muss ich draufspringen? Also sogar... Hä? Okay, roter Stern. Einmal gar nichts. Okay, ich glaube, ich muss das mal ganz kurz aufschreiben. Ich hole mal ganz kurz mein Handy. Bin gleich wieder da. Und da bin ich wieder. Also, drei grün. Hätten wir das. Alles okay da unten? Ah. Okay, und wir haben blauen Stern. Stern blau. Ah ja, komm. Guck mal, ist das ja nur dieser Vogel. Der mich vermutlich noch ärgern wird. Oh. Da sieht noch Blut aus. Und wir sind wieder hier. Und dann haben wir noch den Stern da unten. Also ich habe jetzt vier Sachen. Blau habe ich gesagt. Blau ist auch Stern. Grün ist Dreieck, das stimmt.
Gelb, habe ich gelb? Nee. Immer noch einen roten Stern. Und das ist hier einfach mal auswählen. Okay. Ich hasse solche Spielsachen-Dinger. Yay, noch mehr. Ach nö. Kann ich nicht in eine andere Attraktion gehen? Ich will, dass es... Kleinkinderzeugs nicht machen. Hallo? Ich kann schon mal nicht einsammeln. Hallo? Komm, töte mich mal. Okay. Ich dachte, da wäre vielleicht ein bisschen mehr. Ich hätte das gerne beim Löwen gesehen. Ich habe gerade bei Molly Mecker. Oh, wow, die Zeichnung. Molly can repeat words that she heard. Don't be fooled. Press E to respawn. Okay. Ich will so eine Zeichnung mit dem Löwen sehen. Ach so. Also darunter geht's ja offiziell nicht. So, komm, mach nochmal auf. Hallo. Wow. Das wird also sowas. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Weiß ich ja von hinter mir zu vor mir. Oder es gibt einfach mehrere. So, skip. Kennt ihr schon? So, nochmal. Wer garantiert nochmal sterben? Tschüss. Mach auf. Ah, das erste links. Das zweite links. Und zweimal links. Scheiße. Ich will hier raus. Ich hasse solche Sachen. Hä? Weh, da hinten war ein Collectible oder sowas. Komm. Ah, there you are, buddy. Ja, ich muss hier weg. This one's step only. Come on in, you step. Alla. Hä? Das ist kein Roboter. Okay. I can see in your facial tracking that you're scared. Angry, upset.
Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so I need to be honest about something. The park has been inactive for years. Employees stop showing up, guests too. The mascots are... I just was so excited to see a visitor, and I wanted to be sure you were given the best experience possible. But I was confined to the entrance for so long, I didn't realize how much disrepair the park has fallen into. Wasting all of your fun time. Sorry for the inconvenience. But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Ooh, I'm so excited. Let's get this place back in business. Was ist, wenn auch eine Corruption hat von diesem anderen Dude da? Und er uns dann eigentlich eine Anleitung gibt, wie er das dann hier komplett übernehmen kann. Trotzdem. Ich dachte, das wären Animatronics. Also ich glaube, das wird... Animatronics mit irgendwas Hudibaiden drin oder sonst irgendeine Frankenstein... Ich würde gern wissen, was da dahinter steckt. Okay, welcome to the crew, Rookie Wrangler. Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers registered is to get out of the Rambly's Wranglers registered room. Head left towards the Rookie Wrangler registered security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambly's Wranglers registered is a registered trademark. That expired yesterday. Tja. Aber immerhin. Spiel mit Humor. Das Jetstream Junction. Unser Löwe. Moment, die Scheiße. Uh-oh, that Rambly's Wranglers room is only accessible by Royal Wranglers. Maybe one day you'll grow up big and strong enough to enter it. But for now, don't. Einfach nur, don't. Ha. Noch einen gefunden. So, let's see. Security. Da ist ja nicht mehr sehr viel da von den ganzen Kameras. Rectable? Komm. Hey, du hast gerade aufgeleuchtet. Was soll das? Hallo. Wieso kann ich das jetzt nicht einsammeln? Gut, ich tue mal so, als hätte ich es eingesammelt. Okay, da geht's nicht rein. Ich vielleicht? Nö. Es ist gerade ein bisschen zu ruhig hier. So, Information Point. Habe ich alle. Nee, dieser einer fehlt mir. Den ich nicht hochnehmen konnte. So, wenn wir nochmal... Wow, you made it to Oceanic Odyssey. You're doing a great job, Rookie Wrangler. Find a potpourri of porpoises, pickerels, and perches as far as the eye can see. But please don't tap the glass. You never really know what lies beneath the surface. Oh, und auch voll mit Blut. Hey, buddy. You okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. I could go for a nice, relaxing defragmentation myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park?
Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly Review. I'm here to offer my best to each valuable guest I assist. And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rides? Yes or no? Were you satisfied with your guide? I sure hope so. Do you plan to come back? Will I see you again? Did your experience convince you to tell a friend about us? Did I earn your trust? At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. But out of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of any bind. That is, if you want to keep going. Oh, idea! I know all of this isn't fair to you. It's an awful lot to ask. But here comes Rambly Review Part 2 to sell you on our task. I'm here to view and assess each valuable guest as I learn. And lots of happy feedback ensures you're gonna return. Right. I'm so happy you rode a ride and saw the show. I'm so happy to be your guide. More than you know. So come back anytime, I'd love to see you again. In all my thousands of days, I've never had a friend like you. At least I hope I do. At Indigo Park, there is a stark contrast to everything I know this place should be. Of the dark, you've given a spark of sunshine to this kingdom's faithful devotee. At Indigo Park, more than my remarks are mysteries. Even I don't know what we might find. But fight through the dark, and I'll be your spark of sunshine to get you out of. Friends are united again, and I won't feel so left behind. Okay, I'll let you go. See you next time, buddy. Please? Das war jetzt ja mal richtig geil zum Abschluss. Ich hätte es gefeiert, wenn jetzt eine echte Umfrage gekommen wäre. Okay, Indie Park is a full-on passion project that we have been working on for a little over a year now. The stories and world that we want to create with Rambly and his friends are very special to us. Thank you for your support. Chapter 2 is now in active development. Keep an eye on our socials for upcoming news. Wenn da Teil 2 kommt, schaue ich mir das auf jeden Fall an, weil das sieht halt schon nach einem Herzensprojekt aus. Und das merkt man auch. Ich meine, sie hätten horrormäßig natürlich jetzt ein bisschen mehr machen können. Also Gott da mit den Löwen. Es war jetzt alles ein bisschen flach. Das ist jetzt nicht extrem. Wobei mich jetzt natürlich die billigsten Sachen da gekriegt haben. Aber ich hoffe, das wird mal so ein full-fledged Horror-Game. Also was dann, keine Ahnung, wenn es mal so 5-6 Stunden oder so geht. Und wenn die Aufnahme, ja, jetzt die ganze Stunde, sind wir jetzt hier mit Chapter 1 durch. Mehr davon und vor allem ein bisschen mehr Horror hat Potenzial. Hoffe, es hat euch gefallen. Damit bin ich draußen. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.